habe ich auch auf Dauer keine Kraft mehr. Der Heilige Geist, das, was Sinn macht und Kraft gibt. Der Heilige Geist als das Kraftfeld. Es gibt Kraftfelder im physikalischen Sinne und es gibt Kraftfelder unter uns Menschen, im Bereich unserer menschlichen Beziehungen. Wussten Sie schon, dass die Nähe eines Menschen gesund machen, krank machen, traurig, tot und lebendig machen kann? Wussten Sie schon, dass das Wegbleiben eines Menschen sterben lassen kann und das Kommen eines Menschen wieder leben lässt? Wussten Sie schon, dass das Wegbleiben eines Menschen, dass die Stimme eines Menschen, einem anderen Menschen, der für alles taub war, wieder aufhorchen lässt? Wussten Sie schon, dass das Wort oder das Tun eines Menschen wieder sehend machen kann? Einen, der für alles blind war, der nichts mehr sah, der keinen Sinn mehr sah in dieser Welt und in seinem Leben? Wussten Sie schon, dass das Zeithaben für einen Menschen mehr ist als Geld, mehr als Medikamente, unter Umständen mehr als eine geniale Operation? So schrieb einmal Wilhelm Wilms in den 70er Jahren. Ein Mensch hat eine Aura, ein Kraftfeld, positiv oder negativ. Ein Mensch zieht an oder lässt gleichgültig oder kalt oder stößt sogar ab. Die Nähe eines Menschen baut auf oder drückt nieder. Andere können für uns Räume, Lebensräume eröffnen oder auch alles zuschnüren. Der Mensch wird am Du zum Ich. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, schrieb der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber. Geliebt zu werden, das lässt sich ja nicht durch die eigene Sehnsucht, nicht durch Machen, Leisten oder Denken erreichen. Wir finden als Menschen unsere Erfüllung nur dann, wenn wir nicht stets um den eigenen Bauchnabel kreisen und nicht in unserem eigenen Ego stecken bleiben, sondern aus uns heraustreten und lieben. Wenn wir unser Dasein als Mitsein mit den anderen verstehen. Leben wird als sinnvoll erfahren, wenn es sich in Liebe verschenkt. Der Himmel, das sind die anderen, schreibt der Philosoph Gabriel Marcel. Freilich gibt es auch die andere Erfahrung. Die anderen sind nicht das Geschenk der Freiheit und der Liebe. Sie grenzen ein, machen das Leben schwer und hart. Beziehungen werden dann oft mühsam, Begegnungen anstrengend. Jean-Paul Sartre formulierte daher einmal, die Hölle, das sind die anderen. Die Botschaft der Heiligen Schrift mutet uns zu, dass wir einander aufgetragen sind, füreinander Verantwortung tragen, einander Hüterinnen und Hüter und Hirtinnen und Hirten sind. Dies ist nicht in einem schwärmerischen Sinn zu verstehen, so im Sinne, seid umschlungen, Millionen, auch nicht in der Weise, dass wir für alles und für alle zuständig sind. Der Heilige Geist, das positive Kraftfeld, die Beziehung, die Liebe, der Kuss, die Gemeinschaft.
Heilige Geist als Mutmacher. Von der Erwachsenengeneration ist eine starke Sorge notwendig, eine Verantwortung, für die man sich ernsthaft entschieden hat. Fruchtbaren Menschen geht es nicht um die eigene Selbstbehauptung. Ihre Energie, ihre Zeit sind nicht durch die eigenen Interessen besetzt. Ohne eine Art generative, schöpferische Fürsorge und Verantwortung für andere, vor allem auch für die Jungen, im Sinne einer Art Mindestutopie, die man verwirklichen sollte und müsste, stagniert das Leben, es verarmt. Keine Generation fängt beim Nullpunkt an und jede Generation gibt an die kommende Generation etwas weiter. Was hinterlässt die gegenwärtige Generation der zukünftigen? Ein Schuldenberg? Eine verbrannte Erde? Einen Scherbenhaufen? Oder können wir ein Wort von Hilde Domin anwenden, die einmal schrieb: Fürchte dich nicht, es blüht hinter uns her. Bekennen wir uns zu diesem Kraftfeld der Liebe Gottes. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, meinen Eingeborenen, unseren Herrn, empfangen wurde mit den Ohren und mit dem Vormann, mit dem Gott, geladen, gekreuzigt. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von Toten, auferfahren, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen, von allen Toten, zwischen Himmel und Toten. Ich glaube an den Geist, die Heilige Unschuld, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung, Auferstehung. Wir holen die Grundbitte des heutigen Tagesgebetes in unsere Fürbitte hinein. Erfülle dich mit den Gaben des Heiligen Geistes. Wir wollen ihm Eintritt verschaffen in unsere Herzen, in das Halten, in den Verstand. Ihn bitten wir. Lass die Kirche und alle Getauften deinen Beistand erfahren, die im christlichen Geist der Schwächsten und Verfolgter Seite stehen. Wir bitten dich, lass die Politik deinen Beistand erfahren, die mit Geschichtsbewusstsein, Anstand, Respekt und Bescheidenheit ihre Aufgabe. Wir bitten dich, lass die Verwaltung in unserer Gesellschaft deinen Beistand erfahren, die sich um Gerechtigkeit bemüht und auch auf die Sorgen und Nöte Einzelner eingeht. Wir bitten dich. Lass alle in Wissenschaft und Forschung tätigen deinen Beistand erfahren, die den Geist des Zusammenhanges und des Ganzen im Auge haben. Lass die Einsamen und Verlassenen deinen Beistand erfahren, für die die Corona-Pandemie zu noch größerer Einsamkeit geführt hat. Lass die Menschen deinen Beistand erfahren, die gestorben sind heute für Fritz Gasser Junior, für Gisela Sommerer, für Austin Jack Des Hodges und Steve Antonik, für Nicolas Antonik und Cecilia Taylor, für Kali und Angelika Hoffinger.
und um die, die wir trauern. Komm, Geist Gottes, in Bewegung und Schwung unsere Herzen, in unser Verhalten, unseren Verstand. Lass uns Spannungen schüren und Grenzen überwinden, mit Liebe, Mut und Idealismus Partei ergreifen für Gerechtigkeit und Vergebung. In deinem Geist bekommt unser Leben den Sinn, der uns die Ewigkeit hinträgt. Darum bitten wir mit unserem Bruder, Herrn, Jesus Christus, in alle Ewigkeit. Amen.